Umami ist das biologische Signal für hochwertige, proteinreiche Nahrung. Der Begriff Umami stammt aus dem Japanischen und bedeutet schmackhaft, lecker. Ausgesprochen Umami schmecken Bouillon, Bratensoße, Soja- und Fischsoße, Tomaten, Parmesankäse, getrocknete Shiitake-Pilze und gewisse Algen wie Nori und Konbu. Von großer Bedeutung ist die saure Aminosäure Glutamat, die als Natriumsalz in den Handel kommt. Sie erzeugt einen ausgeprägten Umami-Geschmack. Ebenfalls Umami schmeckt Aspartat, wenn auch weniger intensiv als Glutamat. Peptide sind kurze Ketten aus Aminosäuren. Manche Di- und Tripeptide erzeugen einen Umami-Geschmack, falls sie saure Aminosäuren enthalten. Der Sinneseindruck ist jedoch weniger ausgeprägt als bei den freien Aminosäuren. Die Peptide sind typischerweise in Proteinhydrolysaten enthalten und damit Bestandteile von Soja- und Fischsoßen. Gewisse Ribonukleotide schmecken ebenfalls Umami und verstärken zusätzlich die Wirkung der Aminosäure Glutamat. Die Ribonukleotide entstehen durch den Abbau von RNA. Morelit ist in getrockneten Morcheln enthalten. Maillard-Produkte entstehen bei stärkerer Erhitzung von Lebensmitteln, die reduzierende und Aminoverbindungen enthalten. Umami schmecken Konjugate von Glutamat mit reduzierenden Zuckern wie Glucose oder Fructose. Wir schließen die Übersicht mit den Anionen der Bernstein- und Fumarsäure, die ebenfalls den Geschmack Umami vermitteln. Besonders wichtig für den Umami-Geschmack ist die natürlich vorkommende Aminosäure L-Glutamat. Sie hat keinen ausgeprägten Eigengeschmack, in Kombination mit Kochsalz verstärkt sie jedoch den positiven Sinneseindruck von Lebensmitteln. Glutamat ist die am häufigsten vorkommende Aminosäure in Proteinen. In tierischen Proteinen beträgt ihr durchschnittlicher Anteil 11-22% und kann in pflanzlichen Proteinen bis 40% erreichen. Dementsprechend viel Glutamat lässt sich beim Abbau von Proteinen freisetzen. Glutamat kommt als Natriumsalz bzw. Natriumglutamat in den Handel und ist ein weißes, kristallines Pulver. Hier sehen wir eine 500-Gramm-Einheit. Der Geschmack Umami ist in verschiedenen landestypischen Küchen von großer Bedeutung. Die Fischsoßen aus Thailand und Vietnam, Austernsoße sowie Sojasoßen aus China und Japan entstehen durch die Fermentation proteinreicher Rohstoffe. Mikroorganismen bauen die zunächst geschmacklosen Proteine zu Aminosäuren und Peptiden ab, welche den Umami-Geschmack erzeugen. Die Fischsoße wird seit über 2000 Jahren hergestellt. In der Küche der antiken Römer spielte sie eine zentrale Rolle und wurde als Garum oder Liquamen bezeichnet. Fische zusammen mit ihren Innereien wurden mit Salz vermischt und in offenen Becken an der Sonne fermentiert. Wie alle Fermentationsprozesse von Lebensmitteln kann man sich auch dieses Vorgehen als eine Art kontrolliertes Abbauen, Zersetzen oder Verwesen vorstellen. Obwohl die Herstellung unappetitlich und sehr geruchsintensiv ist, entsteht am Ende eine wohlschmeckende Flüssigkeit. Diese Verbindungen schmecken ausgeprägt Umami. Die Tabelle zeigt, wie viel davon ausgewählte Lebensmittel enthalten. Besonders hohe Konzentrationen sind gelb markiert. Weil Tomaten relativ viel Glutamat enthalten, eignen sie sich als Hauptkomponente von Soßen. Der hohe Gehalt von Glutamat in Parmesankäse erklärt, wieso er als Allzweckwürzmittel so beliebt ist und sich vielfältig kombinieren lässt. Parmesankäse und Tomaten sind quasi die Sojasauce der italienischen Küche. Ganz besonders Umami schmecken auch getrocknete Shiitake-Pilze, jedoch nicht im frischen Zustand.